Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play mit dem Ed. Wir bauen erstmal das Ding hier fertig. Oder auch nicht. Aber das mit dem automatischen Wechsel funktioniert irgendwie nicht so richtig, ne? Ha. Nun gut. Es ist Nacht, aber wir sind nicht müde. Ich versuche mal, ob ich schlafen gehen kann. Eigentlich müssten wir vorher was trinken. Ich glaube, mein Tagesrhythmus ist ein bisschen kaputt gegangen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, warum. Ist okay, oder? So, also, wir brauchen Bambus und soll dieses komische Brückending bauen. Aber ich mache erstmal meinen Kram. Weil wenn wir dann demnächst neue Mitbewohner das. Oh. Eigentlich müsste ich ja noch ein anderes LP weiterführen. Aber ich habe gerade mehr Lust an diesem Spiel. Das andere machen wir einfach im nächsten Mal, ne? Also ein Bambus ist ein Bambus. Ich wollte jetzt nur mal nachkontrollieren. Also müssten wir 5 immer bekommen. Okay. Was ist lohnenswerter? Bambus selber hacken oder Bäume selber hacken? Ich kann mir überlegen, wenn ich denen Maximalzahl. Auch von 50 gebe. Ich hoffe, das funktioniert. Wir haben jetzt 62. Sonne geht auf.
Speer wandelt. Können wir mal kurz gucken, ob er jemanden sieht? Kumpel? Datusa, Nangada, Nuela, Rekuetas? Misa, Maka, Kalaplaka, da Samapa, Wahana, da Misa, da Bonana. Dankeschön. Sehr gut, dann bauen wir schnell das Häuschen fertig. Und gehen am besten nicht in die falsche Richtung. Hier sind viele Bäume. Ich habe auch tatsächlich endlich geschafft, die Achievements zu gucken. Es gibt scheinbar ordentlich was zum Jagen. Haszimmer? Bleib doch mal da. Da wird doch den Zuschauern schlecht dabei, wenn du solche Haken schlägst. Usagi-chan. Ne? Also, wie gesagt, wir machen kurzes... Wieso wollte ich jetzt Hochhaus sagen? Das Wohnhaus fertig? Gebäude. Wuhu. Dann können wir kurz was essen. Dann schauen wir mal eben. Ah ja, so weit weg ist das nicht. Okay. Macht's brav eure Arbeit, Jungs. Ich bin gleich wieder da. Nicht vergessen, wir müssen dann noch ein paar Mixturen anmischen. Oh. Alles fürs Dorf. Also, apropos Dorf, was ist das hier? Einfach nur eine Feuerstelle. Können inzwischen 11 machen. Verstehe. Ich glaube, das hat mit dem Level zu tun. Ihr werdet es vielleicht auch merken, ich habe ein bisschen den Ingame-Sound runtergestellt. Ich hoffe, man versteht mich jetzt ein wenig besser als in der letzten Folge. Es ist immer schwer abzuschätzen, wenn man so eine Session macht. Tut mir leid. Perfekt. Wir
nehmen wahrscheinlich nur Schaden, wenn wir nicht essen oder so. Oh, Katastrophe. Da muss man echt einen Kilometer höher zielen. Stopp. Kann ich? Erhöht die Fähigkeit, Speere zu werfen. Ach, das geht nur bis Level 30. Habt ihr gesehen, wie hoch ich gezielt habe? Das war nicht der Vogel, den ich angepeilt habe. Aber okay. Verstehe ich, was das für Häuser sind. Tote. Interesting. Das waren alte, verlassene Gebäude. Sind. Bald müssen wir die 20 Hasen vollständig haben. Dafür gibt es ein Achievement. Leute, ich tue euch nichts. Wanda, das ist Tuka, Stanga. Miss Tuka, das ist eine Frau. Danke, Miss Konhanga. Da hätten sie wenigstens zwei Synchronsprecher engagieren können, oder? Wanga, das ist Tuka, Stanga. Wanga. Miss Tuka. Miss Tuka. Miss Konstada, Hanna. Danke, Miss Konhanna. Ich finde die Schädel immer noch geil. Wanga, das ist Tuka, Stanga. Miss Tuka. Danke. Warum höre ich mir das eigentlich immer noch an? Aber wenn wir schon mal hier sind, gab's was in der Nähe? Nicht wirklich. Okay. Hab ich zufällig 10 und 5. Das ist nicht genug. Dieser Ast, ne? Dankeschön. Also, der hat wirklich genervt. Warum gehen die anderen nicht kaputt? Egal. Ein paar Steine mitnehmen. Weil wir in unserem Gepäck nicht mehr so viel haben. Hat jetzt alles der... Ja, Schmied ist das falsche Wort, aber... Hammer dabei.
nicht schlimm. So feststellen. Aber stopp, wir haben ja jetzt drei neue Leute. Also wir brauchen auf jeden Fall. Träger. Und im Bestfall warum funktioniert das nicht? Ach, ich muss das auch markieren. Verstanden. Ich hätte mal lesen sollen, wa? Ich habe doch keinen Jäger noch nicht. Deswegen bringt uns das nichts. Fisch. Ja, gut. Ne? Stopp. Warum ist das markiert? Und tätige einer. Den packen wir zu den Holzfällern. Ich mache einen Träger draus. Ganz ehrlich, die sind wichtiger. Ich würde auch, bevor wir die Brücke angehen, weil das ist halt noch nicht so wichtig. Eventuell. Mal gucken. Ich meine, es würde auch unseren Stamm vergrößern. Aber irgendwie würde ich gerne vorher das Ritual noch. Das letzte noch. Vollenden. Diesmal bin ich hochgekommen. Ist aber nett. Oh, okay. Was zum Trinken braucht man? Tonschalen? Braucht man natürlich Ton, ne? Weihrauch. Wir brauchen noch 5 Stück. Hallo Katze. Den nächsten auch Knochenteils mit Leder. Okay. Das packe ich jetzt einfach mal kurz da rein. Für später. Dann trinken wir kurz was. Solange wir in der Nähe sind und so. Schamanending. Braucht jetzt eine Menge Bambus. Hm.
dich gesehen, Hoppelhase. Innen komme ich fast nicht ran. Das ist einfach doch zu groß. Ich habe auch keine Ahnung, was das Schamanending dann bewirkt. Aber im Normalfall ist das ja so eine heilige Stätte. Beziehungsweise... Ja, heilige Stätte ist vielleicht übertrieben, aber... Menschen, die halt so mehr oder weniger die Zukunft weisen. Und so. Dann bekommst du einen Schamanen. Kräuter. Mindestens 5 und 3. Warum ist es schon wieder passiert? Einfach die Aufnahme abgebrochen. Warst du das, Katze? Es tut mir leid. Also, da ich jetzt nicht weiß, was passiert ist, ich habe die Schamanhütte fertiggestellt und bin schlafen gegangen. Hier einmal in voller Pracht. Sieht fast so aus wie alle anderen auch. Kann man sich da draufsetzen? Sieht eher aus wie eine Ablagefläche. Okay, das hätten wir. Dann machen wir kurz das Ritual. Das ist, so viel Zeit haben wir noch. So viel Zeit haben wir noch. Ist hier ein Häschen irgendwo? Nein? Auch gut. Fast keine Zweige mehr, ne? Naja, die Typen im... Unsere Leute kümmern sich ja drum. Elf und 13? Noch am Schlafen? Ach. Keine Ressourcen mehr. Ich hab's doch nicht hergestellt. Ich bin doof. Und ich hab doch auch die Schnellreise. Thank you.
Kräuterlis sollten jetzt reichen. Ein paar Zweige noch. Oh, haben wir einen übersehen. Das Lager ist leer. Also, 5 und 5. Das heißt, der Schamanenmann... Oh, wir müssen aufhören. Ich werde den Kram hier mal schnell eben fertigstellen. Ich danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Nächstes Ritual, vielleicht die Brücke. Alles beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Bye bye.